Ja, also mein Name ist Tobias Blanke. Ich arbeite für das King's College London und auch für die Digital Research Infrastructure in the Arts and Humanities. Und über dieses Projekt möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Erstmals freue ich mich sehr, heute wieder hier sein zu können und wieder sozusagen TechSquid zu feiern und jetzt auch zum ersten Mal das Göttinger Center for Digital Humanities. TechSquid ist ja erst 1.0 Jahre jung und wir haben noch viel gemeinsam vor. Und ich hoffe, dass alles sozusagen zum Guten sich wendet mit all diesen Sustainability-Problems. Ich will Ihnen ein wenig über dieses zukünftige Leben von TechSquid berichten. Und dazu gehört sicherlich Daria. TechSquid selbst war ein großer Erfolg und Sie wissen das sicherlich auch. Es hat wesentlich dazu beigetragen, das wurde ja heute schon mehrmals betont, Deutschland fest in der internationalen E-Humanities-Landschaft zu verankern. Und wie allen guten und schönen Dingen im Leben ist TechSquid damit auch ein Leben nach der 1.0 sicher. Wie Sie sicherlich wissen, in einer der ehrwürdigsten Universitätsstädte Europas, auch mit einer langjährigen theologischen Tradition, fängt das Afterlife sozusagen im gegenwärtigen Leben an. Und daher kann ich heute über Daria sprechen, das natürlich auch schon angefangen hat. Und das natürlich eine Digital Research Infrastructure sein wird, in der guten Projekten wie TechSquid das ewige Leben sicher sein wird. Na, zumindest fast. Ja? Es gibt auch ein paar Probleme, aber gut. Wie Sie an den Colors of the Rainbow sehen, ja, das war unser Poster für die Digital Humanities 2011 in Stanford. Da ging es auch sehr psychedelisch zu in Stanford. Deswegen war das ein ganz angebrachtes Poster. Aber wie Sie eben an diesen Colors of the Rainbow sehen, geht es sehr bunt zu in Daria. Es kommen viele Länder zusammen von Europa und außerhalb Europas, viele Interessen, viele Disziplinen. Für uns ist Daria auch eher groß, mit 4 Millionen Euro jährlich. Für andere, die sich an Dingen wie dem Large Hadron Collider orientieren oder Large Telescopes, ist das eher klein. Daria SVD, es wurde heute schon erwähnt, ein European Strategy Forum on Research Infrastructures. Ich frage mich immer, warum das On Research Infrastructures heißt. Und ich mache das immer falsch, das heißt Off Research, On Research Infrastructures. Daria ist ein SV-Projekt. Hier geht es um die europaweite Koordination von Large Scientific Facilities. Zum Beispiel Extremely Large Telescopes oder Sachen, die European Spallation Source heißen, wofür das immer stehen mag. Und jetzt noch einige bunte Bubbles zum Thema SV-Projekte. Wobei die Größe der Bubbles ungefähr die Größe der Projekte widerspiegelt und auch nochmal alle Social Science und Humanities Projekte in ESRI. Das ist zum Beispiel Clarin, unsere Freunde, die über Language Resources arbeiten. CESTA, da geht es um Social Science Archives. ISS steht neben European Spallation Source auch noch für European Social Survey und SHARE, da geht es um Health Daten. Daria selbst gehört zur Familie der Digital Research Infrastructures. Und wird sich essentiell darum widmen, den digitalen Methoden in den Geistes- und Kunstwissenschaften zu unterstützen. Nun, wenn man so etwas sagt, dann wird man sofort damit konfrontiert, das wurde heute auch schon mehrmals diskutiert, ob so ein Geisteswissenschaftler überhaupt einen Computer benötigt. Die Abneigungen sind im Zweifelsfall gegenseitig. So ein Computer denkt nicht gern und Literatur schreibt er auch nur schlechte. Sogar Tim Berners-Lee, normalerweise nicht verlegen in die Potenziale des Computers, gibt das zu. There will be information such as poetry and art that requires the whole human intellect for an understanding that will always be subjective. Und im Prinzip ist das Faszinierende an unseren Projekten eben, dass wir subjective computing versuchen zu realisieren. Aber das ist ein Thema für einen anderen Vortrag. Kann es das dann überhaupt geben, Digital Humanities? Wahrscheinlich in diesem Raum wird niemand bezweifeln, dass digitale Methoden den Kunst- und Geisteswissenschaften nutzen können. Und warum auch nicht? Nach dieser Logik, Computer sind dazu da, Menschen zu dienen. Der gemeine Geisteswissenschaftler ist auch ein Mensch. Folglich mögen Computer auch Geisteswissenschaftler. Aber jenseits solch exakter Logik mögen Sie vielleicht mehr davon überzeugt sein, was wir so am King's College tagtäglich machen, in Projekten, Initiativen und so weiter. Und da geht es zum Beispiel um die Digitalisierung des Dorman Papers. Das sind die Aufzeichnungen des nordirischen Parlaments und der Troubles. Oder die Shiplogs des Ersten Weltkriegs zusammen mit dem englischen Met Office. Hier geht es darum, diese Shiplogs dazu zu benutzen, die Entwicklung des Klimawandels besser verstehen zu können. Weil diese Shiplogs nämlich eine einzigartige Quelle für genaue Wetteraufzeichnungen dieser Zeit sind. Und schließlich, das ist ein bisschen schwieriger, da geht es um die Patient Log des Victorian London. Das ist so ein bisschen
unbedingt relevant, weil diesen Krankenhäusern in London halt immer mehr der Platz ausgeht für ihre physischen Archive und deswegen ist Digitalisierung dringend nötig, um diese gesundheitsgeschichtlich so relevanten Daten zu retten. Und nun kommen wir zu einem anderen Thema, das heute schon angesprochen worden ist, weil es eben so viele Menschen auf der Welt gibt und auch schon einige Geschichte, kann man hier von Big Data in die Welt sprechen. Ein beliebter Vergleich ist zum Beispiel, eines der größten E-Science-Projekte hat international Teleskopdaten zusammengetragen in der Sloan Digital Sky Survey. Das sind so ungefähr 120 Terabyte bis heute. Wenn man das mal mit einem der Kollektionen der Holocaust Research, des Holocaust Research vergleicht, hier die Steven Spielberg-Kollektion von Holocaust Survivor Testimonials, das sind schon 200 Terabyte. Und das Projekt wurde ja heute schon genannt. Ich habe hier ein Zitat von Nature, not von Science. Das ist sozusagen auch Nature und Science eben aufgefallen, dass es jetzt Big Data and the Humanities gibt. Und deswegen gab es ein Special Features in Nature über Big Data and the Humanities. Da ging es eben um das schon genannte Google-Projekt und die kulturelle Entwicklung der Sprache. Das hat den ganz schönen Namen Culturenomics. Ich kann das empfehlen, sich das mal anzuschauen. Auch sozusagen, was für interessante Urteile von Naturwissenschaftlern über Geisteswissenschaftler so im Generellen bestehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir haben noch einige mehr Bubbles. Ja, dann sieht man hier eben den gleichen Vergleich, den ich Ihnen schon geliefert habe, über die Größen der Datenmengen. Und da sieht man, dass die Humanities so ungefähr in der Mitte zwischen den Big und den Small Sciences sitzen. Also wir müssen uns durchaus nicht schämen und zurückhalten, wenn wir nach Geld fragen. Wie bringt man also solches große Material zusammen? Also ganz einfach natürlich, indem man einfach sich daran orientiert, was die Menschen so mit diesem Material machen wollen. Daher unterliegt eben die These, dass die Art und Weise des Arbeitens mit solchem digitalen Material nicht so unbedingt so unterschiedlich sein muss, wie der Name von immer neuen Subdisziplinen in der Kunst- und Geisteswissenschaft zu suggerieren vermag. Weil es eben um digitale Methoden geht und wir daher darauf beschränkt sind, was so ein Computer zu leisten vermag. Es geht also, und das wurde ja auch in allen Vorträgen schon betont, bei Projekten wie Daria oder TextGrid immer darum, neue Muster des Zusammenarbeitens zu entwickeln. Und natürlich hier in erster Linie zwischen Informatik und Geisteswissenschaften. Aber eScience war auch immer eine Kollaboration zwischen Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften. Das macht es auch immer besonders interessant. Nun sind die Geisteswissenschaften, wie alle anderen Wissenschaften natürlich auch, immer schon Meister des interdisziplinären Arbeitens gewesen. Im Englischen heißt das so schön Communities of Practice, also Leute, die zusammen etwas machen wollen, an etwas arbeiten wollen. Und genau an diesen Communities of Practice will sich Daria eben orientieren. Und wenn man dann eine Infrastruktur wie Daria aufsetzen möchte, dann kann das eben kein Autobahn-Straßensystem sein, das fixiert ist, das wurde ja auch schon mit Fotos gesagt, sondern man muss immer flexibel bleiben und sich von einem Stable Release zum nächsten weiterarbeiten. Und das ist wichtig für Daria, unser Leitziel ist, Dienste um Communities herum zu entwickeln, Services um Communities herum zu entwickeln. Darauf komme ich später nochmal zurück. Jetzt aber erstmal unser organisatorisches Modell in Europa, die Virtual Competency Centers. Da geht es eben darum, diese Dienste dann direkt einzubinden in die tagtägliche Arbeit. Da ist zum Beispiel die VCC Infrastructure, das ist unser technisches Herz. Die VCC Scholarly Content Management, da geht es um die langfristige Erhaltung von Daten in den Kunst- und Geisteswissenschaften. Und besonders stolz sind wir auf die VCC Research and Education, das ist einmalig für Daria in der SW-Community. Hier geht es darum, direkt den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin in die Daria-Infrastruktur einzubinden. Und schließlich muss man auch Outreach machen, deswegen haben wir auch eine VCC Advocacy in Outreach. Auch technisch gesehen wird Daria sehr flexibel sein und sich an etablierten Web 2.0 und Web 3.0 Technologien orientieren. Nun will ich Sie nicht langweilen mit technischen Diagrammen, Architekturen und so weiter, sondern lieber Sie konkret darauf hinweisen, wie wir konkret schon jetzt mit Communities zusammenarbeiten, um diese Dienste um Communities herum zu entwickeln. Da werde ich über zwei Communities sprechen. Erstmal noch ganz kurz über das European Holocaust Research Infrastructure Project, das Heinrich schon vorgestellt hat. Und dann später nochmal um Textual Scholarship, weil es hier ja um TextGrid geht. Und wir sehen Daria dann selbst als ein Social Marketplace für die Services, wo die Communities miteinander diese Services austauschen können.
Also kurz zu IRI nochmal. Seit dem letzten Jahr habe ich das große Vergnügen, zusammen mit Heim in der Exekutive für IRI zu sitzen. Und mein Kollege Andreas Aschenbrenner hat mal versucht, die gegenwärtigen Bedürfnisse von IRI auf die gegenwärtigen Services von Daria abzubilden. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Da gibt es zum Beispiel Curation Services, die wir anbieten können, oder auch die Entwicklung von speziell ausgerichteten Archiven. Und vielleicht noch ein kurzer Kommentar und letzter Kommentar. Es geht auch bei solchen Projekten wie IRI, auch wenn es sich um eine zugegebenermaßen sehr spezielle Community handelt, nie nur darum, spezielle Services für diese Community zu entwickeln. Es geht eben hier darum, zu verstehen, wie der traditionelle Arbeitsplatz eines Geisteswissenschaftlers, das Archiv, sich in virtuelle Forschungsumgebungen einbetten lassen kann. Es geht um virtuelle Forschungsumgebungen für Document-Centric Research, um traditionelle Archivstrukturen und neue Forschungsansätze. Heim hat das ja schon so schön berichtet. Weil es aber um Document-Centric Research geht, können wir bei Daria auf die Erfahrung mit einer anderen Community zurückgreifen, mit der wir im Zweifelsfall schon länger zusammenarbeiten, Textual Scholarship. Und hier spielt TextGrid natürlich eine herausragende Rolle. Daria und andere befreundete Organisationen, zum Beispiel InterEdition wurde schon erwähnt, sind hier schon das, was die Europäische Union von uns erwartet, eine Integrating Activity. TextGrid kennen Sie ja schon, ich muss nicht wiederholen, warum es ein großartiges Projekt gewesen ist. Nur nochmal aus meiner Perspektive. Es hat sich an den Bedürfnissen einer real existierenden Community orientiert und gleichzeitig Technologie weiterentwickelt. Es war eines der ersten E-Science-Projekte, das sich aktiv mit Annotationen und Interaktionen in Grid- und Cloud-Umgebungen auseinandergesetzt hat. Aber weil es eben nie, Gott sei Dank, nur ein technisches Projekt gewesen ist, sondern direkt eingebettet in eine Community gewesen ist, war es gleichzeitig Teil einer größeren Familie. Und am Ende möchte ich Ihnen jetzt nur noch mal zwei Projekte aus der Daria-Familie vorstellen, die direkt auf TextGrid zugreifen. Da sind zum einen die 1641 Depositions, wo es um die Analyse einer irischen Rebellion gegen die englische Administration im 17. Jahrhundert geht. Und natürlich Texture, das wurde fast heute schon erwähnt. Das ist sozusagen unser King's College Ableger von TextGrid, wo wir versucht haben, zweierlei Dinge TextGrid hinzuzufügen. Zum einen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, King's College hat eine lang etablierte Textual Encoding-Tradition und wir haben versucht, TextGrid mal mit diesen etablierten Wissenschaftlern auszuprobieren und eben neue Services zu entwickeln, sodass auch diese Wissenschaftler glücklich sein können. So bildet man eben konkret Services um Communities herum und gleichzeitig, weil man sich immer mit dem großen Pool oder TextGrid austauscht, arbeitet man auch an dem schon erwähnten Social Marketplace. Die zweite Ergänzung von Texture betrifft sozusagen die Zukunft. Um besser automatische Prozesse benutzen zu können, das hat Heike ja schon erwähnt ein wenig, dafür arbeiten wir mit den Kollegen von GATE in Sheffield zusammen und weil wir in Niedersachsen sind, möchte ich auch noch erwähnen, dass GATE sich selbst als den Volkswagen der Text Mining Community bezeichnet. Ja. Ja. Und hier sehen Sie einen Screenshot, wie wir versuchen, GATE zu benutzen. Da geht es im Prinzip darum, die Annotationsentscheidung eines Wissenschaftlers mit Text-Mining-Prozessen zu unterstützen. So, ein drittes Projekt führt die im Prinzip unsere Ideen um GATE weiter und die weiter sozusagen Entwicklung von Text-Mining-Environments. Hier geht es um die Analyse von Sprache, aber auch die automatische Annotation. Diesmal geht es mit einer anderen Text-Mining-Environment, das ist nämlich das IBM Languageware, der IBM-Laboratorium in Dublin. Das Projekt ist eine irisch-schottische Kollaboration. Und weil es natürlich gleich um interessante Daten geht, um diese 1641 Depositions und auch neue digitale Methoden, hat man auch gleich die Aufmerksamkeit der Presse sicher, ganz ohne Phone-Hacking. So, und man hat dann eben herausgefunden, wie schon im 17. Jahrhundert, vielleicht nicht so überraschend, Sprache zur Ideologiebildung benutzt wurde und dazu benutzt wurde, neue Terrormaßnahmen, neue Gewaltakte zu rechtfertigen.
Und das ist nochmal eine hübsche Visualisierung, das wurde ja heute auch nochmal angesprochen, dass Geisteswissenschaftler sehr an Information Visualization interessiert sind. Hier in dem Fall ist das das Programm IBM's Many Eyes und das stellt die Beziehung zwischen Phrasen und Begriffen in dieser 1641 Depositions Kollektion dar. Zum Schluss nochmal die Timeline. Das sieht sehr verwirrend aus, ist es auch ein wenig, weil Daria ja sehr bunt ist. Es geht mir darum zu sagen, dass erstens Deutschland hier eine Vorreiterrolle hat. Daria.de hat schon angefangen, andere Nationen hängen noch so ein bisschen hinterher. Worauf ich hinweisen möchte, dass ab 2012 wir hoffentlich endlich die Diskussion um die Institutionalisierung von Daria in einer sehr komplizierten europäischen Legalitätsform, sagt man das im Deutschen, Legalitätsform, hinter uns gebracht haben und dann endlich anfangen können. Und dann steht natürlich nichts im Weg, um aus der kleinen Bubble Daria eine große Bubble zu machen. Vielen Dank.